So, und dann sind wir auch schon wieder zurück. Ja, Leute, ich habe noch vergessen, euch zu sagen, dass ich noch Neuigkeiten für euch habe, dass das mit dem Let's Play Together, mit dem großen Umzug, dann doch nichts wird, weil wir Angst haben, dass wenn wir jetzt die Welt online machen und so, dass wir uns irgendwie die Welt, die Let's Player-Welt zerhauen oder so. Deshalb haben wir jetzt erstmal das auf Eis gelegt und ich mache das im Alleingang. Vielleicht wird es ja mal was auch mit dem Let's Play Together, aber erstmal in absehbarer Zeit, denke ich, erstmal nicht. Und wie ihr im Hintergrund hören könnt, habe ich mein Versprechen eingehalten und Musik läuft jetzt ununterbrochen in Minecraft durch. Und zwar die originale Minecraft-Musik habe ich einfach ganz normal genommen, weil ich war jetzt auf der Suche nach normaler Musik und habe jetzt auch nichts wirklich gefunden. Also habe ich mir jetzt überlegt, dass wir jetzt mit dem Umzug anfangen. Und ja, dann fangen wir einfach an. Ja, wir fangen an. Zuerst machen wir aber Folgendes. Wir wollen erstmal den Rest, den wir noch in den Taschen haben, irgendwie verstauen, also nochmal einsortieren, dass wir das dann alles auch sortiert wieder auffinden. Und als Erstes mache ich mir hier erstmal einen kleinen Mülleimer für das, was wir echt nicht mehr brauchen. Haben wir hier etwas, was wir nicht mehr brauchen? Gut, eine Steinspitzhacke brauchen wir auch nicht mehr wirklich. Die kann ich jetzt mal kurz aufbrauchen hier. So, mach ich mal einen kleinen Mülleimer. Und da kommt jetzt alles rein, was wir wirklich nicht mehr brauchen. Dieses Schwert, das ist oll. Die Axt, die ist eigentlich auch oll. Die kann weg. Die Axt kann alles bleiben. Den Kies, der ist mir jetzt eigentlich... Oh, egal, den braucht man nicht. Hier machen wir noch solche Dingenssteine rein. Und den Kies brauchen wir auch nicht. Wir nehmen mal alles raus, was wir wirklich nicht mehr eigentlich brauchen. Das ist... oh Gott, Kohle ist klar. Diese Werkbank brauchen wir nicht. Die können wir uns jederzeit wirklich machen. Das ist nichts, was selten ist, oder? Ach ja, hier ist noch Kies, ganz vergessen. Hier war Holz drin, das ist alles wichtig, was hier ist. Hier war so ein Krautzeug, das verfaulte Fleisch. Ja, das brauchen wir eigentlich nicht, finde ich. Außer den Hund mal damit zu füttern. Und deshalb brauchen wir es doch. Lapis Lazuli, logisch, brauchen wir. Jetzt muss ich aber mal gucken, ich glaube, dass dass ein paar Knochen hier drin sind. Nee, das ist doch nicht drin. Sind das die einzigen Knochen, die wir jetzt noch haben? Dann... Feuerstein. Machen wir auch mal hier zur Kohle mit rein. Dann haben wir gleich zwei Feuersteine. Steaks, logisch, sehr wichtig. Aber das nehmen wir jetzt nicht mit. Das lagern wir erstmal hier. Und eins nehme ich mal mit. Den Dreck, klar, brauchen wir. So. Und dann fangen wir zuerst mit dem Holz an. Was wir mitnehmen. Also wir transportieren zuerst die Holzkiste. So. Schön. Moment, was haben wir denn jetzt? Okay, da passt noch was rein. Dann nehme ich noch diese Kiste mit. Können wir erstmal fahren, aber die Kisten sind jetzt leer. Das heißt, die kann ich mir jetzt auch mitnehmen. Kein Problem. Jetzt habe ich keine Axt. Na Gott, das ist jetzt auch egal. Und die Kiste. Damit wir schon mal alles sichern können. Ein Boot brauchen wir noch, ganz vergessen. Sehr wichtig. Boot. Ach, hier noch ein angefangenes Holz. Das nehmen wir mal. Dann fahren wir mal. Hoffen, dass alles klappt. Kleine Frage, wie nehmen wir den Hund mit? Ach so, der... Lasst mich bitte den als Hund bezeichnen. Das ist für mich ein Hund und kein Wolf.
mein Ralfi. So, dann fahren wir jetzt zu unserem neuen Zuhause und ziehen um. Ich habe es mir eigentlich doch ein bisschen schwerer vorgestellt, muss ich sagen, aber es geht ja jetzt doch leichter, als ich dachte. Gut, Werkbank, die steht ja noch bei uns im neuen Zuhause, müsste die ja eigentlich noch dastehen. Müsste eigentlich kein Problem sein. Ah, was ist denn das? Oh, der kommt ja mit, das ist schön. Aber der kommt immer direkt vor mich und dann ist er ja am Weg. Egal, ich werde schon irgendwie rüberkommen. Ja, da. Zumindest sind jetzt diese langen Reisen durch die Musik jetzt nicht mehr allzu langweilig. Ich weiß manchmal nicht echt, was ich erzählen soll. Wie gut, dass wir letztes Mal die Fackeln gebaut haben. Da weiß ich jetzt zumindest, wo es lang geht. Ich überlege gerade, was wir als nächstes machen, wenn wir dann wirklich fertig umgezogen sind. Werden wir zuerst ein Haus bauen. Unser großes Haus. Erstmal den Anfang zumindest von so einem Haus. Ich meine, das Holz wird jetzt nicht für so ein Mega-Burner-Haus ausreichen. Aber danach werden wir uns auf jeden Fall mal an einen Bauernhof ranmachen. Also jetzt nicht wirklich richtigen Bauernhof, sondern ich meine jetzt halt einen Zaun mit Partieren halt drinne. Ihr versteht schon. So. Und dann halten wir hier an. Im Sand. So. Oh, dieser Hund, ey. Wie er mich aufregt. Dann steigen wir eben hier aus. Schon nicht wegschwimmen. Hoffe ich. Du Hund, komm her. Du machst das nicht kaputt. Du kommst jetzt mal mit. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir uns das abstellen. Auf jeden Fall schon mal diese Unmengen von Tiere, was echt super ist, muss man mal sagen. Hier werden wir mal was anderes bauen und hier kommt unser Haus hin. Wunderschön. Ich überlege jetzt noch, ob ich das so als natürlichen See lasse. Oder ob ich das dann doch wirklich ein bisschen... Weil ich habe ja eigentlich... Ich kann ja natürlich noch Wasser mit Eimern machen. Also ist ja eigentlich gar kein Problem soweit. Deshalb machen wir das jetzt so. Also wir holen jetzt das Holz, den Dreck und mit dem machen wir jetzt erstmal das Wasser zu. Wir werden das vielleicht nochmal bauen und so drumherum so eine Art Schlossgraben um das Haus bauen. Aber voraussichtlich erstmal nicht, okay. Ich will mich jetzt eigentlich nicht zu sehr mit dem Dirt beschäftigen. Ich will nämlich nicht mein ganzes Zeug verlieren. Ich sehe, die Sonne geht unter, was jetzt Problem ist. Dann lagern wir jetzt unsere Sachen hier ab. So. Kommt jetzt das Holz rein. So. Und hier unsere Schrottkiste. Ich würde sagen, Ralfi kriegt erstmal ein bisschen Fleisch. Muss ich den damit hauen? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr, ganz ehrlich. Doch. Ah, wie kann ich nur? Ich will das dann hier fressen. Jetzt kann ich denen das nicht geben. Schade. So. Habe ich jetzt wertvolles Werkzeug reingelegt? Nein. So. Und schwimmen jetzt zurück und holen jetzt das nächste. Bis dahin müsste das ja eigentlich hier mal zugewachsen sein.
Oder, nee, ach, da ging's ja lang. Hoffen wir mal, unser Boot steht noch da. Ich habe noch nie ein Boot alleine gelassen. Ich habe es eigentlich immer abgebaut. Schön, ist noch da. Und dann fahren wir und holen die nächste Ladung. Zombies. Creeper, 3 Stück. Und dann 4. Bin ich froh, dass ich hier nicht wohnen muss, dass ich so eine tolle Gegend gefunden habe. Also wirklich. Ich frage mich jetzt irgendwie, also ich bin jetzt hier schon ein paar Mal lang gefahren. Ob wenn ich jetzt an dem Strand, wo ich ja angefangen habe, da jetzt geradeaus durchfahren würde, ob ich da in meiner Welt ankommen würde. Das würde ja ein bisschen kürzer dauern. Also vielleicht sollte ich mir meine Welt mal ein bisschen mit MC Edit mal angucken. Nicht bearbeiten. Angucken. Und ja. Vielleicht sehe ich dann ja mal, ob das... ob man auch so drüber kann. Aber ich denke, ich sollte es vielleicht doch nicht machen, weil das wäre dann doch ein bisschen unfair, wenn ich hier doch MC Edit benutzen würde. Genauso wie hier alles modfrei ist. So muss das halt sein. Okay, was holen wir uns als nächstes? Als nächstes holen wir uns die Kiste mit den, wo die Kohle drin ist, und die Kiste mit den Werkzeugen, würde ich sagen. Und zum Schluss das Essen. Dann sind wir eigentlich fertig. Aber ich habe so einen Drang halt, dem Ohr, ich will eigentlich die Einrichtung, die will ich so gerne eigentlich noch drinnen lassen. Da würde ich dann gern sehen, so, ah, oh, damals war ich so dumm in der Inneneinrichtung und... Naja. Moment, bin ich jetzt schon viel zu weit gefahren? Wenn mir das jetzt nochmal passiert. Es ist mir schon wieder passiert. Da muss ich jetzt wieder zurückfahren, bis ich wieder eine Fackel sehe. Wieso passiert mir das? Wieso ist das überhaupt hier so hell? Okay, wo war meine letzte Fackel? Okay, ist schon dunkel da hinten. Jetzt habe ich Angst. Wie weit bin ich denn jetzt schon wieder weggefahren? Das wird mal wieder eine lange Nacht. Und das dank meiner Dummheit. Ja. Okay, da war mein Hundi. Hier ist so noch so ein Ding gewesen. So. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Gut. Da waren wir irgendwie doch richtig. Ach, das verstehe ich jetzt gar nicht. Also, Moment, wir fahren jetzt nochmal ganz simpel zurück hier. Also wir fahren jetzt hier lang. Alles prima. Und jetzt